So eine Scheiße. die CD war auch nicht wirklich gerade die beste, wenn ich ehrlich sein soll. Liegt wohl daran, dass sie wirklich ziemlich viele Kratzer hatte. Na toll, und jetzt sind wir schon beim Kampf und die Zwischensequenz ist übersprungen. Das regt mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen auf irgendwie. Na geil. So, jetzt muss ich erst nochmal gucken, wie man gegen den kämpft. Na geil. Toll, die ganze Zwischensequenz, alles weg. Ich frage mich jetzt, wie viele Minuten der Zwischensequenzen jetzt verloren gegangen sind. Ey, das ist doch scheiße. Snake, Panzerung von Rex ist undurchdringlich. Ihre Waffen richten da nichts aus. Rex verfügt über die neueste Verbundpanzerung. Sie kann nur mit Heat durchschlagen werden. Was kann ich denn tun? Der Pilotensitz von Rex funktioniert wie ein VR-System. Er hat viele mit einer Hightech-Steuerungsschnittstelle verbundene Sensoren. Er ist völlig abgekoppelt und von der Außenwelt abgeschlossen. Er sieht nicht selbst nach draußen. Richtig. Wenn Sie also die Sensoren zerstören... Sehen Sie das runde Ding an Rex' linkem Arm? Ja, das wie ein Schild aussieht. Das ist ein Radom. Wenn Sie das zerstören, kann er seine Elektronik nicht einsetzen. Ist er dann blind? Ja, schießen Sie mit einer Stinger auf den Radom. Das macht ihn fertig? Nein, Rex kann auch von Hand gesteuert werden. Na toll. Der schnabelähnliche Teil enthält den Pilotensitz und kann im Notfall geöffnet werden. Rex' Panzerung ist unzerstörbar. Das hast du schon gesagt. Aber innen sieht es ganz anders aus. Okay, zuerst zerstöre ich den Radom. Dann muss er den Pilotensitz öffnen. Genau. Wenn Sie eine Stinger ins Cockpit schießen, vernichten Sie das Computersteuersystem. Sie haben absichtlich einen Schwachpunkt eingebaut. Es ist kein Schwachpunkt, eher eine Charakterschwäche. Jeder Mensch hat doch irgendwo eine Charakterschwäche, oder etwa nicht? Ich denke schon. Ich schuld dir was. Wunderbar, danke, Otacon. Okay, jetzt muss ich gucken, da, dieses Ding, das Schild da, stehen rechts. Stinger. Okay. Wow. So, Feuer. Ah ne, falscher Knopf. Viereck muss ich drücken. Wow! Aua. Holy shit. Cockpit offen? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte hier mal abhauen. Ich stehe hier sehr gefährlich. Oh, jetzt kommen wieder Raketen. Wow. Ach du Scheiße. Oh, ich hasse diesen Kampf. Oh Gott. Stinger. Oh Gott. Ja, ihr mich auch, ey. So ein Dreck. Ey, ich freue mich gerade echt, wie ich das schaffen soll. Boah, ich habe nur noch 2 Rationen. Oh, toll. Ja, geil. Das kann ich doch vergessen. Komm, steh auf, Snake. Oh Gott, ey. Ja, das kann ich voll vergessen. Ich freue mich gerade echt, wie ich das hier retten soll. Hier drunter durch vielleicht. So, jetzt sieht er mich erstmal nicht mehr. Okay, er dreht sich aber. Na geil. Ja, jetzt hat er mich wieder. Ja, ist gut. Ey, das... Okay, das kann ich definitiv vergessen. Okay. Schleichen wir mal da durch. Vorsicht, nicht platt stramm stampfen lassen. Tut weh. Okay. Moment, der hat Schaden gekriegt? Ach, da muss ich öfter auf dieses Schild knallen. Also doch so. Na super. Aber ich glaube, diese Runde kann ich sowieso vergessen. Naja. Machen wir es trotzdem nochmal. Ach, shit. Och Gott, ey. Versuchen wir es halt nochmal. Auf gut Glück. Aber dass ein großer Teil der Zwischensequenz draufgegangen ist, finde ich jetzt ein bisschen frustrierend, wenn ich ehrlich sein soll. Weil das habe ich jetzt echt nicht gewusst, dass da echt jetzt was fehlt. Das ist echt bitter. Und vor allen Dingen eines der mitfühlendsten oder, ja, wie soll ich sagen, heftigsten Zwischensequenzen
wo man wirklich alles erfahren hätte. Naja, nicht ganz alles, aber so das meiste. Ach man, und dann fehlt das. Oh, 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 okay. Ja, egal, ist nur ein Treffer. Zack. Was zur Hölle, du schießt mit... Oh Gott, hör doch auf. So, jetzt ist mir alles egal. Komm, friss das. Ja, ist gut, übertreib's. Gott, Snake, du... Schieß einfach drauf. Okay, das ist zu heftig. Ich habe noch nicht mal etwas, womit ich mich hier abwehren kann. Da frage ich mich echt, wie man das schaffen soll. Boah, es gibt auch keine Stelle, wo man dich richtig schützen kann. Gott, ey. Ah, wie soll ich diesen Kampf schaffen, Mann? Ja, komm schon. Ich will das jetzt auf jeden Fall hinkriegen. So, Stinger. Okay, jetzt muss ich erstmal warten. So. Ja, wir wissen's. Feuer! Okay, abhauen. Ach man, Snake. Wow. So, jetzt Dinger. Abhauen. Ach Mensch. Ja, ballert noch ein paar Mal auf mich. Warum liegst du da am Boden, Snake? Oh, verdammt. Steh auf, Snake. Komm. Keine Zeit zum Schlafen hier. So, Feuer. Oh Mann. Schon wieder Raketen. So, okay, noch mehr Stinger. Ach, verdammt. Okay, ich habe trotzdem noch getroffen. Du kommst mir gerade ein bisschen zu nah. So, Feuer frei. Okay, und wieder abhauen, na geil. Ja, das war ja so klar. Oh Gott. Okay, und noch eine Stinger. Nein! Ach Mensch. Ja, geil. Komm, steh auf, Snake. So, jetzt aber. Meine Fresse, du schießt so viele Raketen. Ey, das kann's nicht sein. So, jetzt aber. Perfekt. Na gut, oh, ich habe keine Energie mehr. Oder fast keine. Gott, ist das schrecklich, ey. So. Okay, was kommt jetzt? Scheinbar nicht. Ach, er schon wieder. Nicht wie raus! Grey Fox! Ein Name der Vergangenheit klingt besser als Deep Throat. Du bist es! Es sieht furchtbar aus, Snake. Das Alte bekommt dir nicht. Rock mit dir daher! Box, warum? Was willst du von mir? Ich bin Gefangener des Todes. Nur du kannst mich befreien. Halte dich aus, Fox. Was ist mit Naomi? Sie setzt alles daran, dich zu rächen. Naomi? Du kannst sie als Einziger stoppen. Ich kann es nicht. Warum? Weil ich ihre Eltern getötet habe. Ich war jung. Und brachte es nicht fertig, sie ebenfalls zu töten. Nach meiner Tat fühlte ich mich so schrecklich, dass ich das Kind nahm und als mein eigenes erzog, um mein Gewissen zu beruhigen. Sie sieht mich noch heute als ihren Bruder an.
Fox, von außen sahen wir aus wie frohe Geschwister. Aber jedes Mal, wenn ich sie ansah, blickten mich die Augen ihrer Eltern an. Sag es ihr für mich. Sag ihr, dass ich es war. Wow. Wir haben keine Zeit mehr. Hier ist ein letztes Geschenk von Deep Throat. Ich stoppe dieses Monster! Fox! Da lag noch irgendwas. Oh oh. Ouch.